Herzlich willkommen im Domquartier Salzburg, im Südoratorium des Domes. Hier im Dommuseum haben wir eine kleine Weihnachtsausstellung aufgebaut. Unter dem Motto "Freuet euch sehr" zeigen wir Bilder zur Weihnachtsgeschichte. Wir lassen uns die Freude nicht vom Lockdown nehmen und geben jetzt schon einen Einblick, was Sie alles zu sehen bekommen, wenn Sie uns dann wieder in hoffentlich absehbarer Zeit besuchen dürfen. Als erstes darf ich Ihnen diesen Krippenbaum von Gustav Resatz vorstellen. Er ist aus Holz geschnitzt und farbig gefasst und entstand 1962 für die neue Stadtpfarrkirche Salzburg-Hernau. In seinem Geäst wächst die Weihnachtsgeschichte bis zur Geburt Christi, bis zur Anbetung der Hirten und Könige auf. Die Baumform gestattet, dass alles in einer vertikalen zeitlichen Abfolge erzählt wird. Das eine bedingt das andere und so wird auch eine Entwicklung deutlich. Ganz unten der Baum der Erkenntnis mit Adam und Eva, die über die berühmte Apfelaffäre gestolpert sind und das Paradies verspielt haben. Es musste also der Erlöser kommen, um diese Erbschuld zu tilgen und den Menschen das Paradies wieder zu eröffnen. Die Propheten haben den Erlöser vorausgesagt. Das sind diese drei Männer, die da teilweise in Gedanken versunken sitzen. Das Schlüsselereignis für die Heilsgeschichte ist die Verkündigung an Maria. Eines Tages besucht sie der Erzengel Gabriel und verkündet ihr, dass sie den Sohn Gottes gebären soll. Als sie zustimmt, empfängt sie das Kind vom Heiligen Geist. Die nächste Szene ist die Heimsuchung. Maria besucht ihre ältere Verwandte Elisabeth, die mit Johannes dem Täufer im sechsten Monat schwanger war. Elisabeth begrüßt Maria mit den Worten: "Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes." Und Maria antwortet mit dem Lobpreis Gottes, dem Magnificat. Maria war mit Josef verlobt und beide mussten nach Bethlehem reisen, um sich in Steuerlisten einzutragen, gemäß dem Befehl des Kaisers Augustus. Dort in Bethlehem gebar Maria ihren Sohn und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Man hat sich Gedanken gemacht, ja, wie war das, als sie dann dort und da angeklopft haben und immer wieder abgewiesen wurden. Diese Herbergsuche wird sehr schön geschildert in dem bekannten Lied "Wer klopft an?". Am Ende werden Maria und Josef in den Viehstall verwiesen. Ganz oben dann Maria und Josef mit dem Jesuskind in der Krippe. Die Könige huldigen dem Jesuskind, auch die Hirten sind anwesend. Und ganz oben der Stern von Bethlehem. So verwandelt sich also der Baum der Erkenntnis in den Christbaum sozusagen, den Baum des Lebens.